Für D'Antonio sticht eines der NASA-Bilder eines angeblichen UFOs auf dem Mond besonders heraus. Er glaubt, dass es unserer Sicht auf unseren Platz im Universum, auf die historische Apollo 11-Mission und auf die Astronauten, die auf dem Mond waren, verändern könnte. Das Bild zeigt etwas, das wie eine riesige fliegende Untertasse aussieht. Falls es eine ist, muss es sich um ein Mutterschiff auf dem Mond handeln. Der erfahrene Analyst ist sicher, dass es sich weder um einen Lichteffekt noch um eine optische Täuschung handelt. Seiner Meinung nach ist es für UFO-Gläubige der unanfechtbare Beweis, nach dem sie sich schon lange sehnen. Falls die NASA und ehemalige Astronauten Informationen über das Raumschiff zurückhalten, folgen sie, so seine Argumentation, Regieanweisungen der US-Regierung. In den 1960er Jahren sei ein Kontakt mit Außerirdischen als reale Gefahr betrachtet worden. Aus Furcht vor einer Massenpanik hätte man darüber aber nicht öffentlich diskutieren dürfen.